Hallo liebe UV-Freunde, ich befinde mich hier gerade in der Barkumer Innenstadt, denn am heutigen Montag ist der letzte Tag der Herbstkirmes. Gleich geht der politische Frühschoppen los und als Gastredner ist heute Udo Pollmer in der Gemeinde zu Gast. Studenten, die irgendwas studiert haben, Sozialwissenschaften, keine Ahnung, was da alles gibt, Geisterwissenschaften, und die waren der festen Überzeugung, sie könnten, weil sie so gute Ausbildung haben, sie könnten vom reinen Licht leben. Ja. Toller Festredner, lockte das Publikum, was wir auch, denke ich, ansprechen können und wollen im Rahmen unseres Herbstmarktes. Ist das erste Mal im Zelt gewesen, vorher ja immer auf dem Saalbetrieb Meistermann, deswegen was Besonderes. Wir waren sehr gespannt, ich vor allen Dingen, war auch etwas aufgeregt, ob dann der Zuspruch auch so ist, wie er da war. Aber das war sehr gut, wir hatten knapp 180 Sitzplätze vorgesehen gehabt, haben noch Tische dazugestellt, also es war sehr gut besucht. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wem die Eindrücke jetzt noch nicht genug waren, der kann in der Dienstagsausgabe der UV alles Wissenswerte über den Frühschoppen und den letzten Tag der Herbstkirmes nachlesen.